meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr habt schon den Titel gelesen und ihr habt, glaube ich, schon das letzte Video gesehen, wo es um dieses Thema ging. Ja, ich bin schwanger und nein, wir kriegen kein neues Reborn-Baby, sondern wir sind wirklich schwanger. Also, ich kriege ein Baby. Genau, in diesem Video geht es einfach darum, wie geht es hier auf diesem Kanal weiter, gibt es einen neuen Kanal, wie habe ich es überhaupt gemerkt, wie haben wir das irgendwie aufgenommen und wie geht es mir derzeit. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem wichtigsten Thema, was glaube ich alle hier interessiert, wie geht es hier weiter. So, ich habe natürlich einen neuen Kanal gemacht, den verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Der erste Link in der Infobox ist unser neuer Kanal, wo es rund um das Baby-Thema geht. Bis zur Geburt und jede Schwangerschaftsupdates, Haul, Kinderzimmer einrichten, bla bla bla. Da kommt auf jeden Fall alles. Ich freue mich da richtig drauf. Dann werde ich natürlich diesen Kanal nicht stilllegen, weil mir das einfach viel zu viel bedeutet hat. Und dieser Kanal ist einfach mein Leben und ich stehe dazu. Ich liebe das, für euch Videos zu drehen. Und deswegen würde es auch, wenn ich den anderen Kanal führe, auch wenn ich ein echtes Kind habe, auf diesem Kanal immer noch ein Video pro Woche geben. Wenn ich es schaffe, verzeiht mir, wenn ich es mal nicht genau schaffe, aber ich versuche es auf jeden Fall. Und zwar, diese Videos bestehen dann immer nur aus Tipps. Das heißt wirklich nur auf das Reborn-Baby-Thema. Nicht keine Vlogs mehr, einfach richtige Reborn-Baby-Themen. Vielleicht auch mal Detailvideos oder irgendwas anderes, aber ich denke, dass es keine Vlogs mehr geben wird, weil ich ja dann keine Vlogs mehr mit Reborn-Babys drehen muss, sondern mit einem echten Baby. Genau, dann zur nächsten Frage, wie geht es mir gerade? Ja, mir geht es super. Ich bin jetzt aktuell in der 6. Schwangerschaftswoche und relativ früh noch, eigentlich viel zu früh, um es bekannt zu geben, aber ich konnte nicht anders warten oder nicht länger warten, deswegen musste ich es euch einfach sagen. Wenn es zu Komplikationen kommt bis zur 12. Woche, dann werdet ihr es auch erfahren. Muss man natürlich mit berechnen und kann natürlich passieren. Ja, wie haben wir es eigentlich gemerkt? Oder wie ist es passiert? Ja gut, wie es passiert ist, glaube ich, wissen alle. Das ist, glaube ich, nicht so das Schwere, ne? Bienchen und Blümchen, ihr wisst Bescheid. Aufklären möchte ich euch jetzt nicht. Ich habe im Mai 2018 die Pille abgesetzt, weil ich 3 Jahre lang die Pille genommen habe und es ging mir immer schlechter. Ich hatte unregelmäßig meine Tage, ich hatte Schmerzen, es war unglaublich schrecklich, diese Pille zu nehmen, und ich wollte sie immer absetzen, habe mehrere Wechsel gehabt, weil ich immer wieder was Neues haben wollte, weil ich immer nie zufrieden war. Ich war in den 3 Jahren nie zufrieden mit irgendeiner Pille, außer meiner allerersten. Seit dem ersten Wechsel ging es mir richtig schlecht mit dieser Pille und ich wollte die einfach absetzen. So, dann haben wir uns überlegt, okay, wie verhüten wir weiter, weil ein Kind war absolut noch gar nicht geplant bei uns. Dann haben wir gedacht, okay, Kondom kam für uns beide irgendwie nicht in Frage. Hört sich doof an, aber ja, ist einfach für uns beide nicht in Frage gekommen. Dann irgendwas Hormonelles war natürlich für mich auch nicht in Sicht, weil ich einfach von diesem Hormon weg wollte. Dann haben wir überlegt, okay, es gibt doch Ovulationstests, damit kann man den Eisprung berechnen. Ist ziemlich riskant, damit zu verhüten, aber wir haben das einfach versucht und als Chance angesehen, damit zu verhüten. Ja, im zweiten Übungszyklus, im zweiten Zyklus nach dem Pillabsetzen hat es dann nicht geklappt. Ich bin schwanger geworden und zwar direkt. Ja, ich habe von diesem Zyklus alle Ovulationstests und alle Schwangerschaftstests, die ich gemacht habe, alle aufbewahrt. Die habe ich hier in einem Buch, das zeige ich euch mal kurz. Und zwar habe ich hier extra jetzt so ein Buch angefertigt, nur für das Baby jetzt. Also da kommen wirklich alle Sachen rein für das Baby. Und hier habe ich eben auch alle meine Ovulationstests und Schwangerschaftstests eingeklebt. Die grünen, die ihr hier seht, sind immer Ovulationstests. Und wer nicht weiß, was ist, damit kann man halt seinen Eisprung berechnen. Und das reagiert eben auf das LH-Hormon. Das wird ausgestoßen, wenn man den Eisprung hat. Also die grünen sind immer die für den Eisprung. Hier habe ich immer das Datum hingeschrieben. Und hier unten habe ich angefangen mit dem ersten Schwangerschaftstest. Das ist der blaue. Das habe ich einfach routinemäßig gemacht. Das habe ich im Juni auch gemacht. Einfach routinemäßig mal so geguckt, okay, was geht da ab? Oder ist da überhaupt irgendwas? Und einfach mal so, um zu gucken, routinemäßig einfach. Und dann am 13. haben wir dann positiv getestet. Ja, das war so. Ich habe routinemäßig morgens einen Test gemacht, einen Schwangerschaftstest mit Morgenurin, und habe ihn einfach zur Seite gelegt, weil ich habe rauchen geguckt und habe gesagt, nee, da ist nichts, ne? Ist einfach so weiß wie gestern. Habe ihn zur Seite gelegt am 13.07. Und dann hat Felix nochmal geguckt, also wir lagen dann noch ein bisschen im Bett, hat Felix nochmal geguckt und sagt so, da ist was. Ich sehe da was.
Und dann habe ich so gedacht, hey, das kann doch gar nicht sein. Heute Morgen war da noch nichts. Warum denn 2 Stunden später ist da irgendwas? So, kann natürlich auch ein Fehler sein, weil man soll halt immer die ersten paar Minuten raufgucken. Hab dann nochmal geguckt und da war wirklich etwas. Ich habe diesen Schwangerschutztest hier drinne, aber man sieht wirklich ganz, ganz leicht was. Ich glaube, ihr seht das überhaupt nicht. Also, wo ist denn jetzt das? Scheiße, verdammt. Hier. Das ist der Schwangerschaftstest gewesen. Aber man sieht eben wirklich nur hier sieht man etwas ganz leicht. Aber nur zum Erahnen. In der Kamera wird man das auf jeden Fall nicht sehen. Dann haben wir gesagt, okay. Weil es halt schon 2 Stunden her war, haben wir gesagt, okay, wir kaufen einen Frühtest, weil das sind so eine One-Steps, die reagieren sehr, sehr spät. Und haben gesagt, okay, wir kaufen für morgen, den Samstag, dann einen richtigen Frühtest. So, den haben wir dann gekauft. Ich habe ihn gemacht mit Morgenurin. Und ja, ich glaube, er spricht Bände und ist eindeutig positiv geworden direkt. Dann habe ich mir gedacht, okay, mein Orakel ja mit Ovulationstests und dann habe ich auch direkt Ovulationstest weitergemacht. Braucht man ja eigentlich denn nicht, aber ich habe einfach weitergemacht und die wurden direkt auch positiver. Also hier seht ihr, die grünen sind immer richtig, richtig positiv und die werden jetzt auch immer noch positiver, weil das Hormon HCG und LH sind eben fast gleich und deswegen reagieren auch hier die Ovulationstests darauf. Damit kann man eben orakeln. Ich habe gedacht, okay, ich mache das einfach mal, um zu gucken, ob das eben so bleibt. So, und dann wussten wir halt am 14.03., okay, wir sind eindeutig schwanger, weil 2 Tests lügen da nicht. Ich habe auch noch so einen One-Step gemacht, der war wieder sehr, sehr leicht positiv. Dann habe ich natürlich, und seitdem teste ich jeden Tag, jeden Morgen mit Morgenurin, aber immer mit One-Steps, also die reagieren erst bei 25. Genau, und am 15.07. habe ich eben wieder einen Ovulationstest gemacht, den grünen hier. Dann wieder ein One-Step und wieder ein Frühtest. Der ist von Rossmann gewesen. Und auch hier seht ihr, dass da eindeutig was ist. Dann habe ich wieder einen am 16. gemacht. Wieder ein Frühtest von Rossmann und auch ein One-Step. Und dann habe ich hier ab den 17. immer nur One-Steps gemacht. Und der ist eben von heute. Also wirklich eindeutig positiv. Der hier ist nicht mit Morgenurin. Deswegen ist er nicht deutlich stärker als der von vorvorgestern. Von vorgestern und deswegen, genau, der ist eben sehr, sehr doll positiv, was mich wirklich sehr überrascht. Und ich mache jetzt immerhin immer noch weiter mit den One-Steps, weil ich eben sehen möchte, ob das HCG sich noch vermehrt. Und das tut es im Moment noch, weil das jeden Tag immer ein bisschen stärker wird. Das ist jetzt so meine kleine Reihe hier gewesen. Und so hat sich es eben alles entwickelt, so haben wir es gemerkt. So einen Test habe ich auch noch gemacht, das war an dem Samstag, nachdem, also der 14.07. Der ist ganz, ganz leicht positiv, aber das hat man direkt gesehen. Ihr in der Kamera seht es bestimmt wieder nicht, aber der ist auf jeden Fall positiv und der ist immer noch positiv, obwohl der schon über eine Woche alt ist. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die, da stehe ich drauf, die von Clear Blue, die wirklich dann schwanger oder nicht schwanger anzeigen. Und der zeigt hier eindeutig schwanger an. Also da war dann wirklich keine Täuschung mehr. Ich glaube, den habe ich am 15.07. gemacht. Ja, das war dann der Sonntag. Das heißt, oh, Eisprung plus 12 oder 13 muss es gewesen sein. Ungefähr. Und dann habe ich noch einen am 16. gemacht, ein Clear Blue, aber da ist leider schon die Wochenanzeige weggegangen. Das ist eben ein mit Wochenanzeige gewesen und am 16.07. war ich Woche 1 bis 2. Das heißt, ungefähr Woche 4. So, und das war eigentlich unser kleines Video zum Thema. Wie ist es alles passiert? Wie habe ich es gemerkt? Wie geht es hier weiter? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, es wird für einige jetzt ein Schock sein und die meisten werden bestimmt auch ja, mich deabonnieren oder uns verlassen. Ihr könnt gerne dem anderen Kanal folgen. Ich freue mich riesig, wenn ich euch da, also diese Community da weiter habe und ihr mich weiter begleitet in meinem Leben. Es ist einfach eine krasse Veränderung vom Reborn-Baby zu einem echten, aber es war ja irgendwann klar, dass ich auf jeden Fall Mutter werde und es war auch klar, dass das in den nächsten Jahren bei uns passiert. Dass jetzt so früh ist, war einfach nicht so geplant, aber es ist jetzt einfach so und man ja, muss damit klarkommen. Nein, es ist einfach so und ich habe jetzt einen neuen Lebensabschnitt. Ich bin glücklich damit, Felix ist glücklich damit und wir haben meine Familie, die teilweise hinter uns steht und deswegen sehe ich da überhaupt gar keine Probleme. Meine Familie weiß es schon komplett. Das ist natürlich ganz wichtig. Und auch die engsten Freunde, da wollte ich nicht, dass sie das hier über YouTube erfahren, sondern die engsten Freunde wissen das schon vorher.
Und dann freue ich mich riesig jetzt auf unsere Babyparty und auf den ersten Frauenarzttermin freue ich mich. Meine Frauenärztin ist leider im Urlaub und deswegen kann ich erst in der 8. Woche zum Frauenarzt. Das heißt in 2 Wochen, heute genau in 2 Wochen, denn heute habe ich Wochenwechsel. Und genau, bin ich schon in der 8. Woche und da werden wir natürlich auch ein Video zu drehen. Hier auf diesem Kanal werde ich auch so ein paar Schwangerschaftssachen, glaube ich, posten, aber danach wird es wahrscheinlich, wenn das Baby auf jeden Fall geboren ist, dann wird es auf jeden Fall nur noch auf dem anderen Kanal was geben oder mal so einen kleinen Vlog hier auf diesem Kanal. Also ich weiß noch nicht, was da auf mich zukommt, aber der andere Kanal wird auf jeden Fall erstmal dann mein Hauptkanal sein. Hier wird natürlich jetzt immer noch was kommen, ne? Ich habe heute schon wieder gevloggt für euch, also das ist überhaupt gar keine, nicht die Sache. Und der andere Kanal wird erstmal nur um Schwangerschaftsupdates und so gehen und die Vlogs werden da erst wahrscheinlich kommen, wenn wir shoppen gehen oder zum Frauenarzt gehen, solche Sachen. Aber da kann man eben noch nicht so viel machen ohne Kind. Und die Reborn-Babys sind auch immer noch ein Teil meines Lebens, bis das Baby eben da ist. Aber ich werde meine Sammlung jetzt schon direkt verkleinern auf, ich denke, nur noch Benetton, weil ich jetzt schon nicht mehr den Bezug zu den Babys habe, weil ich eben weiß, okay, mein Bauch ist ein echtes kleines Wesen, was bald meine Aufmerksamkeit braucht. Und deswegen verkleinere ich mich jetzt schon, weil es einfach einen Riesensprung in meinem Gehirn verursacht hat. Ich bin auch schon voll in Kaufrausch, aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Genau, und jetzt würde ich mich einfach zack, zack verabschieden, damit ich euch nicht weiter volllabere. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!